Gut, jetzt haben wir ja zumindest mal den größeren Teil von Ihnen schon da. Das ist schon schön. Frau Weidinger hat Fragen zur Indecision Theory. Dann gehe ich mal in den Ordner, zu dem das gehört. Augenblick. Ach, mein Mikrofon hier hat mit dem Kabel genau über die Tastatur. Das ist ungünstig. So, ich muss in den Ordner Lehre, allgemeine Psychologie. War noch hier drin und dann in dem Teil adaptiv, dann rufe ich Indecision auf. Frau Weidinger, Ihre Fragen auch gerne über Mikrofon, wenn das schneller ginge als tippen. Ja, ich suche nur gerade noch mal auf meinem Computer die Folien, damit ich Ihnen noch sagen kann, auf welche Folie sich das bezieht. Dann fange ich vielleicht mal mit dem, was ist hier schon ausformuliert. Beim Nacharbeiten in der Lerngruppe ist bei uns die Frage aufgekommen, wie die Differenzfunktion aussehen würde, wenn wir mehr als zwei Entscheidungsintervalle hätten. Ja, genau. Das ist der Punkt. Ich sag's mal, dann lässt es sich leider nicht so einfach zeigen. Das ist auch genau die Idee, weshalb ich hier irgendwann den Schnitt gemacht habe von 3 auf 2. Also wenn man das hier animiert, dann fällt ja dann irgendwann E3 weg. Und jetzt erst gibt es die Differenzfunktion. Und Sie haben sich mit Recht die Frage gestellt, aber kommt sie, da ist sie, was täte man denn dabei dreien? Ich sag mal, zumindest mir fällt keine gute Lösung ein. Also keine irgendwie, es müsste ja fast eher ein, also man hat drei Parameter, also bei zwei Parametern mache ich einen draus, bei drei Parametern, im Idealfall will ich auch einen. Was Sie eigentlich ja wollen, ist immer, ein Parameter, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Entscheidung, dass sie richtig ist, gegeben, dass ein bestimmter Vektor vorlag? Und Sie können umgekehrt selber angeben, wie wahrscheinlich ist dieser Vektor gegeben, dass tatsächlich der Maximalwert auch der richtige ist. So, also das hier ist eine eindimensionale Größe. Im Falle von zwei Elementen korreliert er mit einer anderen eindimensionalen Größe, nämlich ES minus ER. Hier sehen wir es, Absolutbetrag von E1 minus E2. Ja, da korreliert er damit. Wunderbar. Wenn ich jetzt E1, E2, E3 habe, wird die Formel komplizierter und es wird, ja, man könnte es ja mal ausrechnen, wenn man Spaß dran hat. Man könnte ja hier tatsächlich mal Phi D' E max mal Phi 0 die anderen beiden Elemente, E min und E mittel, ja, und jetzt hier alle Termini, die vorkommen können, das müssten ja dann 6 sein, 6 Permutationen sozusagen, könnte mal schauen, ob es dann irgendeine Funktion gibt und ob es da drin dann wieder eine eindimensionale Größe gibt, die mit dieser eindimensionalen Größe korreliert. Ich würde mal vermuten, das wird nicht einfach. Also ich sehe die Lösung nicht. Ja, und deshalb, aus genau dem Grund, habe ich das, was hier als Frage gestellt wird, mal außen vor gelassen. Es gibt keine ganz einfache Funktion, wo die drei verrechnet werden und dann doch nur eine Größe rauskommt. Ja, so wie hier Absolutbetrag von E1 minus E2, das ES minus ER. So. Das gibt's da leider so einfach nicht. Jetzt aber zunächst zu Frau Weidinger. Haben Sie inzwischen herausgefunden, um welche Folie es geht? Wobei, hier müsste ich dann auch gucken, hier nach den Foliennummern. Ja, okay. Ja, doch habe ich. Es sind noch mehrere Fragen. Die erste bezieht sich auf Folie 6. Da ist die Formel zu der Entscheidungstheorie bei Wahl. Und da hatte ich einfach nur eine Frage, einfach was die Variablen bedeuten. Also hier steht EJ und EI und ich war einfach nur verwirrt und ich weiß nicht, was heißt. Ja, also, gar kein Problem. Also Sie überlegen sich, ob ein bestimmtes, und jetzt sagen wir mal Event EJ, das Signal sein könnte. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Signal ist, wenn Sie diesen Vektor E-Pfeil, hier den E-Vektor als Ergebnis bekommen haben? Und wie Sie das bei Van der Waal,
Bayes kennen, können Sie das einfach umdrehen und haben dann hier die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vektor herauskommt, wenn EJ, sagen wir mal beispielsweise, Sie hätten sich jetzt auf E3 kapriziert, E3 soll das Signal sein, ja, dann fragen Sie sich, wie wahrscheinlich ist denn, dass da genau Signal rauskommt und an den beiden Stellen wäre es Rauschen geteilt durch lauter solche Ausdrücke. Das haben Sie ständig, solche Formeln, haben wir das irgendwo... Jetzt ist mir das zu schwierig, auf die richtige Seite zu drücken. Aber wenn Sie den Bass kennen, dann kennen Sie das, dass dieser Ausdruck hier oben auftaucht und meistens dann auch als erster hier unten, aber alle Alternativhypothesen auch. Sozusagen hier haben Sie die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis rauskommt bei Hypothese 1 durch die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis rauskommt bei Hypothese 1, 2, 3, 4, 5, so viele wie Sie haben. Sie haben im Prinzip drei Hypothesen, wenn Sie wie hier konkret jetzt einen Dreiervektor haben. Es könnte das erste, es könnte das zweite, es könnte das dritte sein. Und dafür haben Sie jetzt hier einen neuen Zähler. 1, 2 oder 3. Ja, N ist jetzt hier in unserem Fall 3. So, das heißt, Sie können hier die Hypothese 1, 2, 3 testen und hier testen Sie gerade die Hypothese 3. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass 3 stimmt, gegeben das Signal? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Signal rauskommt, wenn 3 stimmt? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Signal rauskommt, wenn 1 stimmt, 2 stimmt, 3 stimmt? Deswegen hier ein neuer Zähler. Weil das eben läuft. Und das hier ist einfach identisch zu dem. Ist das für Sie jetzt verständlich gewesen? Ja, das sind einfach nur zwei verschiedene Ereignisse, beziehungsweise zwei verschiedene Signale, die es theoretisch sein können. Eigentlich drei. Sie haben sozusagen hier, das könnte das Signal sein, das könnte das Signal sein, das könnte das Signal sein. Sie haben drei Hypothesen. Und Sie haben hier sozusagen, jetzt testen Sie eines. Sagen wir mal, Sie testen, E3 ist das Signal. So. Und hier testen Sie, brauchen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis herauskäme, wenn 1 das Signal ist, wenn 2 das Signal ist, wenn 3 das Signal ist, Ihre drei Hypothesen. Und weil das hier sozusagen ein Laufindex ist, hat er einen anderen Buchstaben als der, der hier konkret sozusagen links berechnet werden soll. Ungefähr rübergekommen? Ich glaube schon, ja, doch, das habe ich verstanden. Nächste Mal. Dann kommt auf einer späteren Folie, Moment, das suche ich nochmal raus. Das ist 7 der Wahlaufgaben ohne Entscheidungszwang. Moment. Ich glaube, Folie 8 müsste das sein. Ja. Genau. Da taucht dann ja E-Max auf. Das heißt, ist dann, wenn ich jetzt E1 und E2 habe, das sind meine zwei, beziehungsweise ich habe ja eigentlich drei, aber wir gucken uns ja jetzt hier nur noch zwei an. Später dann nur noch zwei, genau. Also am Anfang gucken wir noch auf alle drei. Und also eben habe ich nur ganz neutral formuliert EJ, da könnte ich ja irgendeins nehmen, 1, 2 oder 3. Aber logisch wäre es doch, dass ich 2 nehme, weil das das Größte ist. So. Und das habe ich in der Formel jetzt schon mal ausgedrückt. Und da haben Sie dasselbe, was vorhin das J war, ist jetzt das Max. Und Sie haben hier weiterhin den Laufzähler, der sagt, aber ich muss unten ausrechnen, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis insgesamt. Und das ist entweder gegeben H1, H2 oder H3. Deshalb haben Sie hier einen Laufzähler über Ihre drei Hypothesen. Und später im Laufe der Animierung dieser Folien, wie gesagt, ich würde das heute nie wieder so machen, dass das so durchanimiert auf Einzelfolie, auf einer Folie so viel durchanimiert wird, sage ich dann, okay, jetzt lassen wir aber mal 1 wegfallen. Jetzt haben wir nur noch 2. Und dann kann man sogar relativ leicht hier aufschreiben. Dann kann man sagen, das ist entweder ist 1 das Signal oder es ist 2 das Signal. Und das können Sie jetzt hier einsetzen. In dem Fall würde 2 gleich E-Max sein und so weiter. Aber vielleicht habe ich noch nicht gewartet, bis Sie Ihre Frage ausformuliert haben. Formulieren Sie noch zu Ende oder war das jetzt schon ungefähr das, was Sie wissen wollten? Das war ungefähr das, was ich wissen wollte. Insofern hat sich das gerade ein bisschen erklärt, dass also das, was Sie gerade in der Animation aufgerufen haben, ist bei uns in der PowerPoint einfach überhaupt nicht zu sehen. Ach so, in der ja, das tut mir immer leid, wenn Sie dann mit PDFs arbeiten müssen. Vielleicht schaffen Sie es mit einer in der Lerngruppe jemanden zu finden, der das als PowerPoint mit allen Animationen so aufrufen kann, wie es sich gehört. Also steht ja auch als PowerPoint im OLAT und dann notfalls davon Screenshots oder sonst was Ihnen zukommt, wenn es bei Ihnen nicht läuft. Ja, okay. Dann nochmal zu Folie 9, das die Grafik habe ich einfach nicht so richtig ganz verstanden. Können Sie das vielleicht nochmal einfach Schritt für Schritt erklären? So, was haben Sie an Folie 9 nicht verstanden? Oder soll ich einfach nochmal die Folie 9 erzählen? Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Okay. Mal gerade gucken, das war jetzt hier genau der Punkt. Folie 9. So fängt sie, glaube ich, auch an. Genau. Wir betrachten also den Spezialfall
der Wahlaufgabe mit nur zwei Alternativen, ja, unter anderem, weil der leicht durchzurechnen ist. Und wir haben dann tatsächlich wieder die Möglichkeit, wir können uns quasi ein bisschen ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig liegen, wenn wir das Größere wählen. Das muss ja nicht stimmen. Es kann ja zufälligerweise E1 aus der Signalverteilung sein und E2 aus der. So, diese Wahrscheinlichkeit können wir ausrechnen. Hier steht die Bayesche Formel und das, was Sie dort einsetzen müssen, steht hier. Wo Sie dann nochmal sagen, habe ich das auch animiert? Mal sehen. Aha, aber vielleicht ab jetzt. Nee, noch nicht. Okay, aber dann muss ich sozusagen von Hand nachanimieren. Also wenn ich das dann da einsetze, kommt das dabei raus. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Maximalere das Signal ist, ist die Wahrscheinlichkeit bei E-Max, E2, würde ich jetzt hier aus der roten Verteilung das Phi nehmen. Bei E-Min aus der blauen Verteilung. Das ist der Term, der hier oben steht. Der steht hier unten nochmal, plus die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vektor rauskommt, wenn es genau falsch herum wäre, dann muss ich aus der roten Verteilung bei E-Min, also hier bei E1, den da nehmen und aus der aus der blauen Verteilung bei dem größeren dieses. So, wir sehen natürlich rasch, dass dieses Produkt dann kleiner ist. Das Produkt, was hier steht oder auch hier steht, ist ja, ich nehme hier den blauen Wert und da den roten Wert. Das kommt ja größer, als wenn ich hier den roten und da den blauen Wert nehme. Also habe ich hier einen großen durch einen großen plus einen kleinen. Das wird schon darauf hinauslaufen, dass die Wahrscheinlichkeit schon sicherlich größer ist als 0,5. Und 0,5 wäre ja auch der Grenzwert bei n gleich 2. Also die Ratewahrscheinlichkeit ist ja dann mindestens 50% und ich kann besser sein als das. Konkret habe ich diese Formel dann nochmal ausgerechnet, weil da kann man ja jetzt wirklich die gaußsche Verteilungsdichte reinstecken. Ich sage immer nochmal zur Sicherheit dabei, das sind Wahrscheinlichkeitsdichten. Eigentlich müssten hier Wahrscheinlichkeiten stehen. Dazu müssten Sie jeweils an jeder Stelle noch so ein Intervall von 1 Millimeter oder so definieren. Aber wenn Sie das tun, dann würde sich das ja auch genau rauskürzen. Und deshalb können Sie da tatsächlich mit den Wahrscheinlichkeitsdichten arbeiten. So, und am Ende, wenn ich dann also wirklich die Wahrscheinlichkeitsdichte nach der Normalverteilung, nach Formelbuch einsetze und das alles ausrechne, kommt das dabei heraus. So, jetzt weiß ich aber nicht, was ist E-Max, was ist E-Min? Also E-Max minus E-Min ist immer eine positive Zahl. Ja, E-Min minus E-Max wäre immer eine negative Zahl. Aber E-Max minus E-Min, also der Wert ist ja größer als der. Wenn ich jetzt 2 minus 1, ja, da kommt natürlich was Positives raus. Und deshalb kann ich das nochmal verändern, indem ich sage, ich nehme, weil ich ja nicht weiß, was ist Max, was ist Min, E1 minus E2 und davon den Absolutbetrag. Das ist dann auch positiv. So, das ist jetzt also die Formel, die mir beschreibt, wenn deine Differenz so und so groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch. Und das könnte ja jetzt für jemanden ein gutes Kriterium sein. Also wir gehen eben dafür aus, unforced choice. Wir haben Mr. Undecided, der gelegentlich auch mal sagen will, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, hier vielleicht nochmal auf diesen Sonder-ROC. Sowas finden Sie in keinem Lehrbuch, aber nur spaßeshalber, weil Sie ja grundsätzlich jetzt schon vertraut sind mit den ROCs. Hier finden Sie auch so eine Art, nicht Receiver Operating Characteristic, sondern Decider Operating Characteristic, sozusagen. Wie entscheidet sich einer? Nämlich, hier haben wir, wenn Sie so wollen, die Treffer. Nämlich, er entscheidet sich, D, und tatsächlich, er wird ja die Entscheidung treffen, E-Max war's. Das ist auch der Fall, E-Max war das Signal. Oder er entscheidet sich, D, aber tatsächlich ist E-Max gar nicht das Signal. Es könnte ja E1 das Signal gewesen sein. Ja, das sind dann sozusagen die Falschalarme, in dem Sinne, dass er sich entscheidet, aber das, was er dann als Entscheidung tatsächlich wählt, führt zu, nee, hast du dich vertan. So, und dann sehen wir, der Forced-Choice-Entscheider, dem ich vorher einbläue, du musst dich auf jeden Fall entscheiden, der stünde hier oben. Und tatsächlich stehen zum Beispiel realistischerweise viele Leute oft da. Hier gibt es ja jetzt keine Payoff-Matrix. Könnte man natürlich nochmal einführen. Also Bestrafungen für Fehler, Bestrafungen, Belohnungen für richtig und irgendwas Mittleres für undecided, und dann könnte man sogar hier über Optimierungen nachdenken. Das haben wir heute nicht gemacht. So, aber ideal wäre es, das sich zu entscheiden, immer dann, wenn man eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür hat, dass es so wirklich richtig ist. Also ich sag mal, für 50% bin ich sowieso sicher, da könnte ich ja den Kopfhörer weglegen und raten, dann würde ich immer noch richtig liegen. Ich könnte jetzt sagen, ich will aber 60% sicher sein, dass ich es richtig habe. Wenn ich 60% sicher bin, dass ich es richtig habe, dann wäre dieses Delta bei 10%.
dann entscheide ich mich. Und wenn ich nur denke, ich habe jetzt nach allem Gegebenen nur 55%, dann würde ich sagen, nee, das ist mir zu vage, da lasse ich mal die Finger von. So, und das Witzige ist eben, diese Wahrscheinlichkeit, die ich da ausrechnen kann, nach der ich mich eigentlich richten muss, ich würde sagen, wenn die größer ist als 60, dann treffe ich die Entscheidung. Die hängt tatsächlich nur von E1 minus E2 ab. Wenn man das alles durchrechnet, kommt raus, die hängt von E1 minus E2 ab. Das heißt, ob diese beiden hier liegen oder ob die hier und da liegen, es kommt nur darauf an, wie weit sind die auseinander. Das ist ein schönes mathematisches Ergebnis. Also wer jetzt den Spaß dran hat, darf sich ruhig mal hier E hoch minus x Quadrat durch 2 Sigma Quadrat, Sigma ist 1, also E hoch minus x Quadrat durch 2 einsetzen für einen Schwerpunkt von die Prime für einen Schwerpunkt von 0 und das alles ausrechnen und sieht dann, ups, das kommt ja da raus, was da steht. Und das ist einfach, das ist elegant, ja, dass man diese vielen Formeln da verrechnet und am Ende kommt raus, es hängt ja doch nur davon ab, wie weit sind die beiden auseinander. Und das führt dann letztlich zu diesem Entscheidungsverhalten hier, dass die Versuchsperson sagt, ich lege bei meiner Achse, eigentlich hat sie eine Achse E1 minus E2. Wir haben die jetzt mal wohl sortiert, weil wir ja wissen, was war das Signal und nicht. Und deshalb können wir einen großen grünen Berg und einen kleinen roten Berg zeichnen. Die Versuchsperson sieht nicht, was ist E-Max und was ist E-Min gewesen. Die sieht nur, wie groß ist diese Differenz und muss sich anhand dieser Differenz entscheiden. Und sagt sich, wenn diese Differenz groß ist, dann wird es wohl schon ein Signal gewesen sein. Denn eine Differenz, ich sag mal, um es drastisch zu machen, von 2, die kommt vor, eine Differenz von minus 2, also hier in der richtigen Reihenfolge, die kommt nicht vor. Also wenn die tatsächliche unsortierte Differenz einen Betrag von 2 hat, dann wird das schon hier sein. Ja, so. Aber was ist bei kleinen Differenzen? Und bei kleinen Differenzen, dann setzt sie sich eben einen Margin von C, wenn der Absolutbetrag von E1 minus E2 kleiner ist als dieses C, dann sagt sie, nee, also das ist mir zu vage. Und tatsächlich, weil ja das eine monotone Funktion von dieser Differenz ist, sozusagen ist es, ist die Wahrscheinlichkeit, das richtig zu machen, monoton hängt sie von dieser Differenz ab, dann ist ein Kriterium, das ich jetzt hier in Wahrscheinlichkeit festlege, lässt sich genauso als Kriterium in der Differenz formulieren. Und das ist das, worauf wir hier hinaus wollten. Tatsächlich kann man das so schön nur für zwei Ereignisse durchrechnen, nicht für drei. Wie die interessierte Arbeitsgruppe von Frau Caroline Haas sich das gefragt hat, da können wir leider nichts machen. Frau Weidinger, sind Sie durch mit Ihren Fragen? Ja, danke. Okay, dann hat Frau Will noch eine Frage. Ja, genau, das wäre die, ich weiß gar nicht, die wievielte Folie, auf jeden Fall da, wo Sie... wo Sie das erste Mal das mit dem Ergebnisvektor und EJ ist ES und so weiter einführen, mit dem Summzeichen noch weiter oben. Am besten gucken mal wirklich nach der Foliennummer, das geht da am effektivsten. Ich glaube, 6 ist es. Aha, 6, gut. Genau. Da sagen Sie ja in der Aufzeichnung oder in der letzten Vorlesung, haben Sie vielmehr gesagt, dass man das da einfach umdrehen kann. Also das, was vor dem Gleichzeichen steht, mit dem über dem Bruchstrich. Will das nochmal gerade formulieren, so wie ich es meine. Also ja. Sie sehen, dass dieser Teil der Formel diesem sehr ähnlich ist, nur dass wir hier quasi das, was vor und was hinter dem Bedingungsstrich steht, vertauscht haben. Und wenn Sie so wollen, ist diese Vertauschungsoperation genau die Grundabsicht von Bayes. Bayes möchte uns sagen, pass mal auf, du hast eine Hypothese und willst wissen, wie wahrscheinlich ist die Hypothese, wenn du ein Ereignis hast. Das kann ich dir nicht sofort sagen, aber du weißt doch, wie wahrscheinlich das Ereignis ist, wenn du deine Hypothese kennst. So, das sind tatsächlich Dinge, die aus der Theorie folgen sollten. Wenn ich eine Hypothese habe, sollte ich die Wahrscheinlichkeit für Ereignisse vorhersagen können. So, und diese Vertauschung kann man so machen, aber man erkauft sich natürlich das alles, was unter dem Bruchstrich steht. Also ich kann das verdrehen, muss dann aber dividieren durch das, was hier unten steht. Das ist im Prinzip der Base. Und müssen wir das mathematisch nachvollziehen können oder ist es okay, wenn wir das einfach so annehmen? Weil ich hatte halt versucht, mir das so herzuleiten. Aber das an der Stelle würde ich sagen, das ist Base und Base sollten Sie können, grundsätzlich. Und also den Base sollten Sie gehabt haben. Also das hatten wir auch, aber irgendwie hat es bei mir auch mit Hilfe von anderen gescheitert, das so umgedreht herzuleiten.
Hier habe ich das nochmal ausformuliert. Sie haben, also, was Sie grundsätzlich können müssten, ist so eine Geschichte wie die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist die Wahrscheinlichkeit von A und B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für das Event B. Ja, jetzt können Sie die Formulierung von was ist PA gegeben B auf zwei Arten ausformulieren. Sie können das PB hier hoch multiplizieren, dann haben Sie PB mal PA gegeben B. Aber Sie können ja auch A und B, das ist kommutiert, also Sie könnten die Variablen vertauschen. Und dann kommen Sie genau auf den Teil hier heraus. Und diese beiden Teile sind die Grundlage von Base. Dann können Sie durch das eine von beiden nochmal tauschen. Und dann haben Sie zum Beispiel genau das hier stehen. Die Wahrscheinlichkeit für Hypothese 0 gegeben ein bestimmtes Ereignis ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis gegeben die Hypothese 0 mal P gegeben Hypothese 0 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für alle, für das Ereignis als solches. Und die lässt sich wieder in solche Termini zerlegen, nämlich PH0, PE gegeben H0, PH1, PE gegeben H1 und so weiter, je nachdem, wie viele Hypothesen Sie haben. Einzige Besonderheit, in unserem Fall fällt dieser PH0, PH1 Term weg, weil wir in der Signal Detection Theory typischerweise beide Ereignisse gleich häufig präsentieren. Das heißt, die Versuchsperson weiß, Rauschen und Signal ist gleich wahrscheinlich. Das ist 0,5, das ist 0,5, also kann man es alles wegkürzen. Das ist die einzige Besonderheit gegenüber Bayes. Also wenn Sie die Formel, die hier steht, verstehen, dann verstehen Sie auch die Formel, die auf Folie 6 steht. Das ist nichts anderes. Also ist denn das untere auf Folie 4, also mit Wahrscheinlichkeiten für Hypothesen nach Bayes, also ist das eine neue Regel, die quasi eingeführt wird? Also einmal gibt es die Regel für bedingte Wahrscheinlichkeit und einmal für Wahrscheinlichkeit für Hypothesen. Oder sollte man aus der für bedingte Wahrscheinlichkeit das herleiten können? Im Grunde können Sie aus der Formel für bedingte Wahrscheinlichkeit den Base herleiten. Der Base ist ableitbar aus dem, was hier oben steht. Ja? Also ja, wenn Sie den Base sozusagen aus den anderen Folien eines anderen Dozenten nicht so verstanden haben, wie Sie es gerne verstehen haben möchten, dann nehmen Sie sich gerne hier die Folie 4 nochmal vor. Denn was hier steht, das ist die Ableitung von Base. Ja? Hier steht die Definition einer bedingten Wahrscheinlichkeit. Daraus kann man ableiten, wie man mit der bedingten Wahrscheinlichkeit eine Schnittmengenwahrscheinlichkeit ausdrückt und aus dieser Gleichheit, die dann am Ende steht, weil diese Schnittmengenwahrscheinlichkeit a geschnitten b ist dasselbe wie b geschnitten a, a und b ist dasselbe wie b und a, also dann kommt das raus, aber dann kommt auch das raus und aus dieser Gleichheit folgt am Ende das. Und dann müssen Sie das hier noch ausbuchstabieren als das Ereignis kann, also was Sie immer brauchen ist, Hypothese 0 plus Hypothese 1 plus welche Hypothesen Sie auch immer haben, sind insgesamt erfüllen Sie den gesamten Hypothesenraum und Sie überlappen sich auch nicht. Also Sie sind disjunkt und komplett. Wenn Sie disjunkt und komplett sind, dann können Sie das PE so auflösen. So, also so weit sollten Sie Bayes verstehen. Das hat weniger mit meiner Vorlesung zu tun als grundsätzlich mit Methoden. Das sollten Sie tun. Und wenn Sie das verstanden haben und dann ausgehen, dass in unserem Fall die Hypothesen gleich wahrscheinlich sind, a priori, dann können Sie das rauskürzen und dann landen Sie hier bei dieser Formel. Okay. Ich wurde angesprochen, ob wir jetzt mal loslegen wollen. Ja, mache ich gerne. Sie verstehen, ich bin ja froh, wenn es Fragen gibt. Und andererseits gibt es natürlich Studierende, die sagen, ich habe mein Base studiert und ich weiß das ganz genau und warum müssen wir das jetzt normal behandeln? Und da müssen wir irgendeinen Kompromiss finden. Den finden wir aber, glaube ich, auch. Dass ich so am Anfang mal eine Zeit lang noch auf alte, das war ja auch ein bisschen Hardcore, was wir gemacht haben. Und ich wette, wir kriegen viel weniger Fragen zur Lernen- und Gedächtnisvorlesung. Wo ist sie denn? Ah, die habe ich noch nicht aufgemacht. Dann mache ich die als nächstes auf. Und von daher gleicht sich das, glaube ich, auch ein bisschen aus. Und das ist eben genau der Punkt, wo ich auch noch dazulernen muss in diesem Semester Online-Lehre. Ermöglicht mehr Interaktion, führt zu mehr Fragen, kostet mehr Zeit. Deshalb haben wir auch diese Dichte jetzt am Ende. Das würde mir nicht wieder passieren in einem neuen Corona-Semester, was Gott sei Dank nicht wiederkommt, also Wintersemester. Das nächste Wintersemester ist hoffentlich nicht mehr Corona. Würde ich, wenn überhaupt, ich absehe, ich glaube, ich brauche mehr Stunden, würde ich die auch mindestens über die erste Semesterhälfte mitverteilen, sodass es sich nicht so bündelt am Ende. Ja, da billigen Sie mir bitte zu, dass wir alle lernen. Und ich habe eben jetzt hier auch ein wenig dazu gelernt. So, eigentlich wollte ich mit Ihnen heute ein schönes Spiel spielen, aber es war noch nicht ganz fertig programmiert. Dieses Spiel spielen wir dann
Am Donnerstag. Am Donnerstag früh sollte es fertig sein. Es ist fast fertig. Ich überschlage auch nochmal diese Folie. Vielleicht gehe ich später nochmal drauf ein. Diese Folie hier ist mir wichtig. Herr Kernbach, das bedeutet also, dass wenn man weitere Fragen hat zu den vorherigen Themen, dann am Ende sie stellen darf? Können wir so machen, genau. Okay. Also, ich hatte am Anfang gesagt, Behaviorismus, das muss man unter zwei Aspekten sehen. Das ist einerseits eine ganze Philosophie, andererseits hat es schlicht und einfach sehr pragmatische Konsequenzen auf die Art und Weise, wie wir in der Psychologie Messtechniken entwickelt haben und solche Messtechniken wie Lernen zu operationalisieren über klassisches oder operantes Konditionieren, die haben die Psychologie sicherlich weitergebracht und sind auch heute noch relevant. Die Philosophie dahinter hat, sagen wir mal, zu Auswüchsen geführt. Und hier ist mal ein ganz oft zitierter Satz von Watson, ja, der 1924, das ist jetzt schon fast 100 Jahre her, aber trotzdem, der ja dann bis in die 50er, 60er Jahre, teilweise 70er, nachgewirkt hat. Und diesen Satz lese ich einfach mal vor. Give me a dozen healthy infants, well-formed in my own specified world to bring them up in, and I'll guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist I might select, doctor, lawyer, artist, merchant chief, and yes, even beggar man and thief. Regardless of his talents, pensions, tendency, abilities, vocations and race of his ancestors. So, ich übersetze den Satz jetzt mal in aller Schnelle. Gib mir ein Dutzend gesunder Kinder, wohlgebaut und meine eigene Welt, in der ich sie aufziehen kann. Und ich garantiere euch, ich kann mir irgendeinen davon zufällig rausgreifen und ihn lehren, jede Art Spezialist zu werden, die ich mir ausdenken könnte. Arzt, Anwalt, Künstler, Kaufmannschef, ja, auch Bettler oder Dieb. Und das unabhängig von Talenten, Neigungen, Tendenzen, Fähigkeiten, Berufungen oder Rasse. Dieser Satz ist sehr oft zitiert, sehr oft kritisiert worden, weil er so ein bisschen gnadenlos ist, so nach dem Motto, ich als Pädagoge löse mich vollkommen von den Gegebenheiten des Kindes, das da vor mir steht. Ein Kind steht vor mir und hat vielleicht Begabungen, Neigungen, Wünsche. Und ich sage, nee, du wirst Dieb oder Doktor und ich mache dich dazu. Und das ist natürlich eine grausame Pädagogik, für die Watson sehr kritisiert worden ist und natürlich auch für die Tatsache, dass tatsächlich damit ja geleugnet wird, dass es so etwas wie Begabungen gäbe. Und das ist also vielleicht auch durchaus nicht nur per Erziehung, sondern eventuell tatsächlich über Gene. Also das wird schon diskutiert, dass es kein Zufall ist, dass Musikerfamilien oft solche lange über Generationen hinweg, dass es vielleicht so etwas wie eine musikalische Begabung in Genen geben könnte. Das wird aber hier streng geleugnet. So, viele, die Watson dann retten wollen, sagen, ey Leute, zitiert das bitte mal wenigstens noch einen Satz weiter. So, und das will ich dann tun. Und der Satz, der danach kommt, ist jetzt in Grau hinten dran gehängt. Er ist weniger bekannt, in der Tat, wird seltener zitiert. I'm going beyond my facts, and I admit it. But so have the advocates of the contrary, and they have been doing it for many thousands of years. Ich gehe weiter, als ich beweisen könnte. Und das gebe ich auch zu. Aber das haben die Advokaten der Gegenseite auch getan, und zwar schon seit vielen tausend Jahren. Und jetzt müssen wir uns klar machen, worauf er eigentlich abzielt. Er zielt nicht ab auf Pensions, Tendencies, Abilities, Vocations, sondern einzig und allein auf Race of Ancestors. Das heißt, ihm geht es darum, sich zu wehren gegen ein, allerdings 1920 doch schon, würde man denken, überwundenes System des Feudalismus, in dem gesagt wird, Fürstensöhne sind begabt, weil sie Fürstensöhne sind und Bauernsöhne sind dumm, weil sie Bauernsöhne sind. Und deshalb haben Fürstensöhne ein Anrecht auf schulische Bildung und Bauernsöhne eben nicht. Das war sicherlich über Tausende von Jahren oder mindestens über Hunderte von Jahren der Fall. Nur weil andere Unsinn reden, sollte man sich selbst nicht die Freiheit nehmen, Unsinn zu reden. Und das, was da oben steht, ist leider ein grausamer Unsinn. Ich kenne noch aus den 70er Jahren
so die letzten Nachwehen, da wurden Schulen auf einmal beglückt mit Sprachlaboren. Da waren die Kultusminister auf einmal sehr glücklich, dass sie herausgefunden hatten, wenn man Watson liest, man könnte sozusagen die Kinder in einzelne kleine Boxen setzen. Ich sage jetzt mal Skinner-Boxen, ja, so ist die Idee. Und wo, so, und jetzt lernt ihr Englisch und das ist völlig unabhängig davon, wie begabt ihr oder sonst was dafür seid. Ihr habt eure eigene kleine Box, die bereiten wir jetzt vor, da ist die Lernumgebung da und dann lernt ihr das. Punkt. Das hat nicht funktioniert. Die Schulen, die solche Sprachlabore angeschafft haben, haben nach einiger Zeit die Boxen abgebaut und gesagt, wir freuen uns, dass wir jetzt viele Kassettenrekorder und so weiter haben. Mit denen können wir was anfangen. Die können wir auch mal einem Kind nach Hause geben und sagen, pass mal auf, da ist eine schöne Sprachprobe drauf. Guck mal dir das in aller Ruhe nochmal an. Aber die Idee, dass wir sozusagen so Skinner-Boxen, in denen wir, wenn wir nur das richtige Programm auflegen, ein Kind schon dazu kriegen, das und das zu lernen, die hat man sehr schnell aufgegeben. Ich möchte ein Gegenzitat dahinter schreiben. Ich habe jetzt keine Jahreszahl dazu. Wenn Sie wollen, können Sie das recherchieren. Hermann und Dorothea, das müsste ja dann, weiß ich, 1780, keine Ahnung, sowas sein. Ja, also wesentlich älter. Aus Hermann und Dorothea ein Zitat. Ich glaube, es ist die Dorothea, die dem Hermann sagt, so kannst du mit Kindern nicht umgehen. Denn wir können die Kinder nach unserem Sinn nicht formen. So wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und lieben. Sie erziehen aufs Beste und jeglichen lassen gewähren. Denn der eine hat die, der andere andere Gaben. Jeder braucht sie und jeder ist doch nur auf eigene Weise gut und glücklich. Das ist jetzt meine persönliche Antwort auf den Behaviorismus. Wir müssen eigentlich berücksichtigen, was für ein Mensch da vor uns steht. Und wir müssen einfach zugestehen und uns nicht ideologisch verbohrt auf den Standpunkt stellen, Begabungen gibt es nicht, sondern und wenn die Begabungen vielleicht durch frühkindliche Prägung wären, wir haben jetzt ein Kind vor uns, das ist so, wie es ist, mit Erfahrungen und mit Neigungen und mit sonst was begabt. Und auf das sollte man als Pädagoge grundsätzlich Rücksicht nehmen. Kleiner Ausflug sozusagen in eine Bewertung des Behaviorismus, hatte ich so ein bisschen ja auf der ersten Seite schon angekündigt, dass das kommen wird. Letzte abschließende Bemerkung zum Behaviorismus kommt von einer Versuchsmaus. Ja? Die sitzt in einer Skinnerbox und lernt operantes Konditionieren, erklärt jetzt einer Kollegin, ich habe meinen Laborleiter gut dressiert, kaum drücke ich den Hebel herunter, kommt er gerannt und gibt mir eine Nuss. Ja? Man kann es also auch anders sehen. Und damit wären wir, ach je, auch das ist genauso wie das Mausspiel ein kleines Spiel, was wir spielen müssten. Und dieses Spiel spielen wir hoffentlich Donnerstag. Ich gucke es mal an. Ich will damit aber etwas erläutern oder insgesamt ein anderes Gebiet einläuten. Und das nennt sich implizites Lernen. Und dieses implizite Lernen, das zeichnet sich durch eine Reihe von Kriterien aus. Die drei häufigst zitierten stehen hier auf dieser Folie. Implizites Lernen findet beiläufig statt. Also Sie haben mal eine Sprache gelernt als Kind. Da haben Sie sich nicht hingelernt, als Kleinkind, so zwischen 3 und 5. Jetzt muss ich Sprache lernen. Sie haben den ganzen Tag über zugehört, selbst versucht, etwas zu äußern, waren mehr oder weniger erfolgreich, haben gemerkt, wie Sie es optimieren müssen, haben dabei nie gedacht, so jetzt lerne ich Sprache. Es war beiläufig. Und fast synonym dazu, es geschah ohne Aufmerksamkeitszuwendung. Sie haben nicht jetzt, weiß ich, vom Spielen sich ablenken lassen durch die Aufgabe, ich muss jetzt Sprache lernen oder ich muss jetzt gehen lernen. Ja. Und ein drittes Kriterium wird oft genannt, ist aber ein bisschen schwierig zu fassen, bleibt unbewusst. Und weil es schwierig zu fassen ist, worüber wir noch reden werden, weil es schwierig zu fassen ist, deshalb habe ich es hier mal in blau markiert. Blau heißt sozusagen, da muss man noch mal darüber reden, was das eigentlich heißt, bleibt unbewusst. Das kann man mal schnell formulieren, aber ist das wirklich eine ganz klar definierte Grenze? Das werden wir sehen. Einige experimentelle Paradigmen sind verwendet worden, um implizites Lernen zu studieren. Dazu gehört die Steuerung komplexer Systeme. Ich gehe kurz darauf ein, was das ist. Dazu gibt es sonst keine Folien hier, genauso wie zum zweiten Punkt. Aber erstmal die Steuerung komplexer Systeme. Das war in den Anfangsphasen dieses Hypes ums implizite Lernen in den späten 90ern, frühen Nullerjahren
Da gab es noch nicht dieselben Computerspiele, die es heute gibt. Und also Sie kennen vielleicht solche Spiele, bei denen Sie sich Ihre eigene Stadt bauen, die Sie dann nach eigenen Gesetzen wachsen lassen, wo Sie sozusagen in eine Rolle schlüpfen. Ich selber habe sowas nie gespielt. Vielleicht haben Sie es gespielt und können es besser beschreiben als ich, wie man dann also in die Rolle schlüpft einer Art politischen Regierung dieser Stadt und dann also auch Entscheidungen trifft. So etwas hat damals der Kollege Dörner erstmals programmiert. Der hat solche Städte programmiert, damals nicht als Computerspiel, das man verkaufen konnte, sondern für seine Labore, wo Leute versuchten, eine vielparametrige Geschichte zu steuern. Was muss ich tun, wenn ich die Steuern erhöhe? Ja, dann habe ich mehr Einnahmen. Dann kann ich damit vielleicht auch diese oder jene Sozialausgabe finanzieren. Das erhöht die Befriedigung der Bevölkerung. Andererseits sinkt die Produktivität, wenn ich die Steuern erhöhe und solche Geschichten. Sie haben in so einem komplexen System 20 oder mehr Parameter, viele Parameter. Diese Parameter reagieren teilweise nicht linear, also so, Sie kennen das aus anderem Kontext. Viel hilft viel, stimmt ja nicht immer. Ich sag mal, wenn Sie feststellen, die Kopfschmerztablette wirkt ein bisschen, aber nicht komplett, dann sollten Sie nicht auf die Idee kommen, ich will, dass sie noch viel mehr hilft, ich werfe jetzt 10 Stück davon ein. Vielleicht geht es Ihnen danach auf einmal schlechter. Also bei vielem gilt nicht, dass viel hilft viel. Doppelt so viel hilft doppelt so viel. Ja, das gilt nicht immer. Das ist nicht linear. Also Sie haben viele Parameter, die sind möglicherweise nicht linear und dann interagieren die auch noch. Wenn Sie an irgendeiner Stellschraube drehen, dann verstellt sich so ein bisschen eine andere, an der Sie gar nicht die Finger hatten. Das nennt man ein komplexes System. Viele Parameter, nicht linear und die interagieren. So, und wenn Sie so ein System haben, dann ist es ja sauschwer, wirklich eine gute Lösung zu finden. Ja, da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Also Sie sind komplex, wenn Sie das haben. Und meistens haben komplexe Systeme dann noch eine weitere Eigenschaft. Und die heißt, die Lösung ist schlecht definiert. Man spricht vom ill-defined problem. Ja, ein schlecht definiertes Problem. Was will ich eigentlich? Nehmen Sie es jetzt mal in der Politik. Will ich, bin ich dann ein guter Präsident der Vereinigten Staaten gewesen, wenn man in 20 Jahren in den Geschichtsbüchern schreibt, das war eine tolle Periode unter Präsident X? Oder bin ich dann ein guter Präsident gewesen, wenn ich möglichst wenige Tote oder wenn ich möglichst viel Wohlstand oder wenn ich, was ist eigentlich der Parameter, an dem ich ablese, ob meine Präsidentschaft, ob meine Stadtregierung etc. Erfolgreich war? Also Sie haben viele Parameter, die sind nicht linear, die interagieren und Sie wissen eigentlich gar nicht, was Sie wollen. Und trotzdem machen Sie das und Sie spielen das Spiel immer wieder und irgendwie werden Sie besser. Am Anfang stürzt das System nach 5 Minuten ab und Sie haben Revolution. So, Sie starten es wieder bei neu und Sie spielen und spielen und werden immer besser. Und irgendwann können Sie so eine Stadt regieren nach Ihren eigenen gewählten Parametern, ja, also auch was die Optimierung angeht. Und da kommt ein anderer Neuspieler dazu und sagt, kannst du mir das mal gerade so in 10 Sätzen erklären, was ich hier tun muss, damit das funktioniert? Und dann werden sie sagen, weiß nicht. Oder vielleicht sagen sie sogar, ja doch, das geht so und so, aber wenn der das dann macht, fällt er trotzdem auf die Nase, weil das keine präzise Handlungsanweisung war. Sie lernen, implizites Lernen, etwas, was sie nicht so gut explizieren können. Ja, sie können nicht erklären, woran es lag. Vielleicht ist es ihnen gar nicht bewusst geworden, spreche ich jetzt mal ganz unsauber und sozusagen in blauer Schrift, ja. Vielleicht ist es Ihnen gar nicht bewusst geworden, was Sie da alles jetzt richtig machen. Das ist ein Paradigma gewesen zum impliziten Lernen. Spielt jetzt eine etwas weniger große Rolle, seit diese Spiele en gros, eigentlich sollte man sagen, man hat neue Chancen, aber tatsächlich hat es ein bisschen den Reiz verloren, weil vorher war das so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe hier so eine Stadt programmiert. Ein ganz einfaches Paradigma ist das aus der zweiten Zeile. Ein ganz einfaches Paradigma, da geht es um das Erlernen von versteckten Kovarianzen. Ich bringe jetzt mal ein albernes Beispiel, muss nicht genau so ablaufen, aber es könnte so ablaufen. Sie bekommen Bilder gezeigt und zwar, sagen wir mal, Bilder
die Sie einteilen müssen nach zwei Kategorien. Ich nenne jetzt mal zwei, die beide positiv sind, warmherzig und intelligent. Ja, wir machen nicht intelligent und dumm, dann wäre ja was Diskriminierendes dabei oder warmherzig und kaltherzig. Nee, wir machen, Sie sollen die Personen einteilen in warmherzig und intelligent. Und damit Sie das lernen, zeigt man Ihnen Bilder von übrigens komplett zufällig ausgewählten Gesichtsdatenbanken, wo also mit Sicherheit weder was über die Intelligenz noch über die Warmherzigkeit bekannt ist. Und das Einzige, was man manipuliert, ist die Hälfte der Brille, der Bilder, da sind Personen mit Brille drauf und die andere Hälfte ohne. Und immer wenn ein Brillenträger erscheint, ja, steht unten drunter, der ist intelligent oder die ist intelligent. Und bei einer Person ohne Brille steht drunter warmherzig. Und das machen sie so über 40 Bilder. Und jetzt will man schauen, so die Cover Story, ob sie es denn gelernt haben, endlich an Gesichtszügen zu erkennen, ob die Person warmherzig oder intelligent ist, und zeigt ihnen weitere Bilder, völlig neu. Und die sind genauso randomisiert aus einer Gesichtsdatenbank gegriffen. Und selbstverständlich gibt es keinen irgendwie gearteten Hinweis, ob die jetzt besonders intelligent oder eher nicht sind, ob die jetzt besonders warmherzig oder eher nicht sind. So. Und was macht man natürlich? Auch die Hälfte dieser Bilder sind Brillenträger innen. Und die Versuchspersonen werden zu einem großen Teil genau der alten Einteilung folgen. Brillenträger intelligent, keine Brille warmherzig. Sie müssten das natürlich in einer anderen Gruppe dann nochmal, um nicht mit einem Alltagsklischee irgendwie zu kollidieren, umdrehen. Dann sind die Brillenträger warmherzig und die ohne Brille intelligent. Ja? So. Und wenn Sie hinterher die Leute fragen, woran erkennst du das? Dann wäre es ja eine einfache Sache zu sagen, ja, Brille heißt X. Aber das sagen die nicht. Sondern die fangen an zu erzählen, das habe ich irgendwie, ich glaube, ich habe mehr auf den Augenabstand und war es noch die Kinnbreite geschaut und irgendwie, ob das Gesicht voll, rund oder sowas war. Natürlich gibt es auch immer wieder 20%, 15% der Versuchspersonen, die sagen, ja, sie haben da ja mit Brille und so rumgespielt. Ja, war jetzt auch vielleicht von mir ein bisschen sehr plump, die Variante mit der Brille. Das können Sie mit Haarlänge machen, das können Sie mit subtileren Merkmalen machen. So, und dann erlernt die Versuchsperson eine versteckte Kovarianz. Es ist ja eine Kovarianz, es kovariert Brillentragen mit Intelligenz. Sie ist versteckt, weil ich sie nicht offenlege, weil ich nicht sage, hier, pass mal auf, Brille heißt intelligent oder Brille heißt warmherzig. Also es ist eine versteckte Kovarianz, die wird von der Versuchsperson erlernt, implizit. Sie hat sich nicht hingesetzt, ich lerne jetzt, was ist intelligent oder so. Sie hat das sozusagen beiläufig über das vorgeführt bekommen, das ist intelligent, das ist warmherzig mitbekommen. Und ohne Bewusstheit, ohne dass es auch Bewusstheit erlangt, zumindest für einen großen Teil der Versuchsperson. Aber denken Sie sich bitte meine Worte ohne Bewusstheit in Blau gesprochen. Ja, darüber reden wir dann noch. Sequenzen lernen, darüber rede ich mit Ihnen am Donnerstag, nachdem wir vielleicht dazu einen kleinen Versuch gemacht haben. Und schließlich das Erlernen einer Finite-State-Grammatik. Und das ist das spannendste Paradigma von allem und deshalb habe ich dazu auch eine eigene Folie. Das könnte eine Finite-State-Grammatik sein. Das haben die Linguisten entwickelt als ja erste kleine Modelle für, wie funktioniert Grammatik in Sprache. Und ob Grammatik in Sprache wirklich so nach diesem Motto funktioniert, so Subjekt, Prädikat, Objekt, das ist ein Satz, ja, ob das wirklich danach funktioniert, da gibt es große Diskussionen und sicherlich auch abweichende Meinungen. Aber zunächst einmal ist das ein Modell, nach dem es vielleicht funktionieren könnte. So ein Finite-State-Grammatik hat eine Zahl von States, Zuständen. Zustände sind hier die grünen Punkte. Man könnte die auch durchnummerieren, Zustand 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Aber einen Zustand hört man nicht. Ein Zustand ist kein Wort, ist kein Buchstabe, ist nichts. Sondern der Übergang von einem Zustand in einen anderen, das wäre dann zum Beispiel mal eine Lautäußerung, ein Wort, ein Teilwort oder vielleicht auch nur ein Phonem, aber in der Grammatik vielleicht auch tatsächlich ein Wort. So, dann haben Sie einen Eingangsknoten. Da kommen Sie sozusagen rein, wenn Sie einen Satz beginnen wollen. Und wenn der fertig sein soll, müssten Sie hier bei out gelandet sein. Und so wäre ein ganz kurzer Satz zum Beispiel denkbar, TXS, nämlich wenn Sie von dem Zustand, haben Sie nur die Möglichkeit T oder P.
Ja, bei der Grammatik. Versuchen Sie nicht zu überlegen, ist das jetzt Prädikat, ist das. Nein, nein, die Bedeutung, die Buchstaben bedeuten nichts. So, Sie haben hier, das könnte zum Beispiel Subjekt, Prädikat, Objekt sein. Und fertig ist der Satz. Ja, das ist der Zustand, der hat ja schon das Subjekt gesagt. Der hat ja schon T gesagt. Dann können Sie nicht nochmal T sagen. Sie müssten jetzt Prädikat oder vielleicht irgendetwas anderes. Und das können Sie vielleicht, das wäre hier die Schleife, wiederholen. So wie, das ist ja sehr, sehr, sehr schön. Ja, gibt es also eventuell mal die Gelegenheit, in einem Satz irgendwas mehrfach zu wiederholen. So, Sie können also, Sie kommen hier rein, Sie finden T, Sie äußern T, dann sind Sie auf dem Zustand. Das ist der Zustand, ich habe T gesagt. Dann äußern Sie X, jetzt sind Sie auf dem Zustand. Und von dem haben Sie eigentlich nur noch ein, doch, Sie können mit X nach hier, dann K, das wäre also ein Aussag, aber Sie können auch jetzt S sagen, sind Sie schon fertig. So, und jetzt gehen wir mal die Zeilen durch und fragen uns, ist TXS ein legaler Satz? Ich mache das jetzt mal immer per Umfrage. Nein, ist, glaube ich, nicht der gleiche Watson, aber das müsste ich nachschauen. Ja, natürlich, warmherzig intelligent waren jetzt kein Ausschlusskriterium. Es war einfach mal ein bisschen willkürlich und die Versuchspersonen, die machen ja eh, was man will und dann haben sie sich so halt entschieden. So nach dem Motto, eher warmherzig, eher intelligent. Also das dominante Persönlichkeitsmerkmal ist warmherzig oder das dominante Persönlichkeitsmerkmal ist intelligent. Aber jetzt versuchen wir uns mal hier mit einer Umfrage und zwar das gibt jetzt viele schnelle Umfragen. TXS, legal oder nicht? Zwei finden es illegal, 60 finden es legal. Natürlich ist es legal, ja? So, ich veröffentliche das mal. Also, hier kommen Sie rein. TXS, und dann sind Sie bei out. Ist bei dieser Grammatik ein grammatisch korrekter Satz. Jetzt gucken wir uns PKPS an. Also ich gebe Ihnen ein bisschen Zeit. Formulieren Sie PKPS. Finden Sie in diesem Diagramm einen Weg raus. Ich starte die Umfrage. Ist, könnte das legal sein? PKPS. Zwei finden notorisch alles falsch, okay, aber die anderen, jetzt sind es schon drei, die anderen 73 haben jetzt gesagt, das passt. Dann gucken wir uns den dritten an. Ich blende den gleich wieder ein, ich muss nur die Umfrage dann gleich starten. TSSS, XXTTTKPS, da ist jemand geschwätzig, aber nach Grammatik korrekt? Darf der das so sagen? TSSSXXTTTKPS. KPS. Wäre das in dieser Grammatik ein legaler Satz? Oh, da finden doch jetzt schon 9, dass das nicht geht. 61 finden, es geht. Dann gucken wir uns das mal an. Das ist ein legaler Satz. Ich veröffentliche mal die Umfrageergebnisse. Das ist ein legaler Satz. T. S. Sind wieder hier. S, S, X, X, da ist dieses zweite X. Jetzt drei Ts, die können Sie hier auf der Stelle, können Sie auch fünf machen, aber drei sind auch illegal. K, P, S. Und Sie sind bei out gelandet und damit ist das ein legaler Satz. Okay. So, und dann werde ich gleich nochmal eine Umfrage starten zum letzten, TXSS. So, die Umfrage startet und Sie können gucken in aller Ruhe. Ist TXSS ein legaler Satz? Hier haben wir es jetzt umgekehrt. Einer findet, das ist legal, 75 bislang, das ist nicht legal. Und das ist auch richtig. Wenn Sie hier starten, dann heißt T, dass Sie dort sind. Dann haben Sie diesen Zustand, ich habe T gesagt. Von hier aus gibt es eine Option, X zu sagen, dann wären Sie hier.
Aber wenn Sie jetzt S sagen, sind Sie schon bei out. Das ist so, als spreche ich einen Satz mit einem doppelten Ende, 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 Ende. Da würden Sie sagen, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Der Satz ist nicht legal. Okay, ich guck mal, was uns der öffentliche Chat noch so bringt. Ja, okay. Das letzte nicht. Das war, ja, da hat jemand Spoiler. Ja, aber es ist ein Spoiler gewesen, weil ich wollte doch erst die Frage stellen, aber vielleicht haben ja nicht alle in den Chat geguckt. Okay, und so kommt jetzt die Animation. Haha, das ist illegal. Nur mal so, wir bauen das aktuell in unserer Forschung nach. Und das ist faszinierend, was da geht. Nicht für Sprache, sondern für Musik. Die Idee ist, auch Musik wird von einer Grammatik geprägt. Sie kennen das vielleicht, da gibt es Tonika, Subdominante, Dominante und dann erwartet jeder Tonika. Nach Tonika, Subdominante, Dominante muss Tonika kommen. Ja? C-Dur, F-Dur, G-Dur, C-Dur. Wenn das nicht kommt, ja, man hat, nicht Mann, ein Sohn von Bach hatte sich öfters den Streich erlaubt, wenn Bach sich schon zum Schlafen niederlegte, beim Cembalo, das im Wohnzimmer stand, eine Akkordfolge zu spielen, wo der letzte Akkord fehlte. Und Bach hat es nicht ausgehalten. Der ist aufgestanden und hat den Akkord gespielt. Vorher konnte er nicht schlafen gehen mit einem unvollständigen, jetzt fehlt ein Wort, ja, mit einem unvollständigen, ja, da konnte er nicht schlafen gehen. So, also, sowas bauen wir auch in Musik nach, nicht mit Akkorden, sondern simpel mit Tönen. Leute hören von einer erfundenen Grammatik, sowas hier ist grob erfunden. Das hat mit keiner natürlichen Sprache exakt eine Übereinstimmung. Und genauso haben wir also auch grob musikalische Grammatiken erfunden. Und das Witzige ist, es funktioniert wirklich, ohne dass die Leute wissen, dass sie da was lernen. Wir haben das also wie folgt gemacht. Also der Doktorand von mir hat das im Wesentlichen gemacht. Der hat Versuchspersonen erzählt, es geht hier um Kreativität und beim folgenden Experiment wollen wir wissen, ob Kreativität mit Musik zusammenhängt. Zeichnen Sie mal Bilder, während wir Sie mit Musik berieseln. Und das war seltsame Musik, die da kam, auf Skalen, die kein Mensch kennt und in Tonfolgen, die kein Mensch kennt, die aber alle so einer Grammatik folgten. Das ist eine etwas kompliziertere als diese. Die Leute dachten gar nicht, dass sie jetzt da zuhören, um irgendwas zu lernen. Vielleicht haben sie sogar an dem einen oder anderen Experiment dieser Art teilgenommen, weil er ja viele Versuchspersonen gesammelt hatte, bis Ende des Jahres, glaube ich. Joshua Lorenz, da werden sie vielleicht der eine oder die andere von ihnen dran teilgenommen haben. Und diese Sequenzen wurden trotzdem gar keine Aufmerksamkeit darauf gewidmet war, so weit gelernt, dass dann später in einem Experiment gesagt werden konnte, so, jetzt gibt's mal richtige und falsche Sequenzen. Richtige heißt, die folgen derselben Grammatik, wie die in den 20 Minuten, wo sie vorhin zugehört haben, oder falsche, die folgen dieser Grammatik eben nicht. Und die Versuchspersonen waren recht gut in der Lage zu erkennen, okay, hier, da liegt alles regelgerecht vor und da eben nicht. Also, vielleicht erinnern Sie sich, ich mache mal die Frage, wer von Ihnen hat so ein ähnliches Experiment schon mal gemacht jetzt hier mit Herrn Lorenzen mit komischen Tönen? Ich möchte das einfach mal wissen. Oh ja, doch ein großer Anteil. Mehr als die Hälfte. So, und dann haben Sie also, je nachdem, später haben wir dann festgestellt, es spielt keine wichtige Rolle, ob wir dazu sagen, das ist jetzt ein Lernexperiment, oder ob dieser Kontext nicht gegeben wird. Ich weiß nicht, ob in Ihrem Fall eine Coverstory war oder unter welchen Bedingungen Sie das gehört haben. Aber Sie lernen es sozusagen auch, wenn Sie sich gar keine Mühe geben, da etwas lernen zu wollen. Ja? Dann veröffentlichen wir jetzt mal diese 80 von 100, haben noch nicht alle geantwortet. So. Jetzt zu der Frage, wie scharf kann man das definieren, was ich da schon in Blau unterlegt hatte, die Frage, bleibt das wirklich unbewusst oder ist das unbewusst, das Lernen? Ist Wissen, das in Paradigmen des impliziten Lernens demonstriert wird, wirklich unbewusst?
Da muss man die nächste Frage stellen, wie sensitiv ist denn der Test auf Bewusstheit, verglichen mit dem Test der Fertigkeit? Oft ist der Test der Fertigkeit sehr, sehr feingliedrig. Wir werden das, glaube ich, am Donnerstag nochmal an weiteren Beispielen diskutieren, wo wir sehen, oh, das ist ja raffiniert und sehr ausgeklügelt. Demgegenüber ist der Test auf Bewusstheit meistens relativ Holzhammer, wie sagt man, holzschnitzartig oder vorschlagshammerartig, was auch immer, jedenfalls sehr grobschlächtig. Und hier habe ich mal aufgeführt, wie es anfängt. Als erstes kommt freier Bericht. Also ich sage der Versuchsperson hinterher, ist dir eigentlich aufgefallen, dass du deine Grammatik gelernt hast? Oder nein, noch schlimmer. Freier Bericht heißt, erzähl mir doch mal eigentlich, wie das Experiment abgelaufen ist, das du da gerade absolviert hast. Und dann erzählt die Versuchsperson, ja, ich habe, während ich da gemalt habe, Musikberieselung gehabt und so weiter. Und sie kommt nicht von sich aus auf die Idee zu schildern, und während ich diese Musik während ich da zeichnete, die Musik, die da abgespielt wurde, die folgte bestimmten Regeln, das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Wenn sie das nicht erzählt, dann wird ein Forscher vielleicht schon sagen, also im freien Bericht kam nicht vor, dass diese Versuchsperson sich bewusst war, da etwas gelernt zu haben. Nun wird man sagen müssen, dass im freien Bericht oft so eine Art Hemmschwelle besteht, über Dinge zu berichten, über die man noch nicht genau sicher ist. Man hat ja nur so ein vages Gefühl, vielleicht gab es da irgendeine Regelmäßigkeit, ja? Man hat nur so ein vages Gefühl. Und dieses vage Gefühl wird oft sozusagen führt dazu, dass das nicht geäußert wird. Wenn es geäußert wird, also ich kann dann eventuell weitergehen und kann sagen, so jetzt berichte mir mal etwas, du hast ja inzwischen den Test absolviert und konntest also einteilen in grammatisch richtig und grammatisch falsch, dann erzähl mir doch mal bitte, also Sie haben das ja anders gemacht. Sie haben ja wirklich sozusagen das Diagramm da gehabt. Die Versuchsperson hatte das nicht. Die hatte nur Folgen wie TXS, PKPS, TSSS, XX, TTT, KPS und so weiter. Legale Folgen, 50 Stück. Und dann frage ich zum Beispiel auch noch im freien Bericht, okay, du hast es ja irgendwie dann einteilen können. Wonach hast du das denn eingeteilt? Und dann kommt so etwas, das nennt man Wissensfragment, wenn dann jemand sowas sagt wie, ja, nach T konnte S irgendwie beliebig oft folgen. Das ist hier ein Teil. T konnte S beliebig oft folgen. Es ist nicht das vollständige Wissen. Das vollständige Wissen wäre, wenn die Leute sich am Ende hinsetzen und dieses Diagramm aufmalen. Das wird wirklich keiner tun. Aber kann ich wirklich davon sprechen, dass das Wissen unbewusst blieb, wenn ich nur im freien Bericht abfrage, was ist Ihnen am Experiment aufgefallen und dann kommt vielleicht gar nichts? Oder ich werde etwas spezifischer bei meiner Frage und sage, erzählen Sie mal was, nach welchen Kriterien Sie dann nachher in richtig und falsch eingeteilt haben und dann kommen Fragmente. So, dann kommt halt nicht alles. Aber ist das wirklich die Forderung, die ich stellen muss? Jetzt könnte ich sensitiver werden. Und eine Möglichkeit, sensitiver zu werden, das heißt also eher mal ein Wissen herauszukitzeln, ist Multiple Choice. Ja, da könnte ich jetzt also sagen, als allererster Test, es lief also diese erste Phase, die haben da gezeichnet und parallel Musik gehört und haben gedacht, muss ich ja nicht drauf achten. Und bevor ich einen Test mache, sage ich, liebe Leute, würden Sie sagen, die Sequenzen, die Sie gehört haben, folgten bestimmten Regeln oder war das regellos? Wenn ich so eine Umfrage mache, dann kommt es schon sehr oft zur Antwort, doch, ich glaube, das folgte bestimmten Regeln. Jetzt muss man allerdings die gegenteilige Kritik äußern. Könnte es sein, dass bei der Befragung ein Aha-Erlebnis entstanden ist? Vielleicht waren die Regeln implizit gelernt, und das war ja eigentlich die Ausgangsfrage, unbewusst gelernt, sozusagen richtig im Sinne der Definition, unbewusst also implizit gelernt. Aber jetzt, wo ich sage, waren da nicht vielleicht doch Regeln, fange ich an nachzudenken. Oh, ich glaube, Moment, es könnte sein, wie war das denn? Da kam immer wieder SSS vor,
So, und auf einmal wird mir eine Regel bewusst, die ich mir vorher gar nicht bewusst bin. Also sozusagen, es entsteht eine Bewusstwerdung durch die Befragung. Dann war das Lernen ja eigentlich unbewusst. Und erst durch die Befragung ist das so. Das kann ich aber nicht entscheiden. Ich sehe ja nur die Antwort. Ich weiß nicht, ist das ein Aha-Erlebnis bei der Befragung gewesen? Oder ist es ein echtes Bewusstsein gewesen? So, in diesem Kontext bewegt sich unsere Unsicherheit darüber, wie bewusst war das? Und es gibt sehr viele Diskussionen im impliziten Lernen über die Frage, ob Bewusstheit überhaupt nachgewiesen werden kann. Den letzten Teil lasse ich mal extra weg, weil die Folie dazu habe ich auch nicht erläutert. Kausalstärke beim instrumentellen Lernen. Und weil ich die nicht erläutert habe, dann lasse ich jetzt auch mal den Zusammenhang hier zur Bewusstwerdung weg. Okay. Ein neues Thema. Wahrnehmungslernen. Kükensortierer können männliche von weiblichen Küken unterscheiden. In 2-3 Jahren werde ich diesen Satz hier rausnehmen müssen, denn dann gibt es den Beruf nicht mehr. Es gibt ja jetzt gerade diese Verordnungen, dass männliche Küken nicht mehr getötet werden sollen. Naja gut, sortiert werden müssen sie trotzdem. Ich muss sozusagen dann die männlichen von den weiblichen unterscheiden, weil die weiblichen sollen in die Aufzucht, die zu Legehühnern führt, und die männlichen dann in irgendeine Aufzucht, die zu Fleischhähnchen führt. Das ist zurzeit ja noch das Problem. Es wird nicht mehr sortiert. Ganz genau, die wollen ja im Ei schon diagnostizieren. Weibliches Küken wird weiter bebrütet, männliches Küken wird zu Rührei. Das ist neue, weiß ich nicht, EU-Verordnung. Weiß jetzt nicht auf EU-Level. Aber zurzeit gibt es das noch, und der Hintergrund dahinter ist natürlich nicht schön, dass dann also die männlichen geschreddert werden. Uns geht es jetzt aber darum, wie lernt man das? Weil das ist tatsächlich sau schwer. Wer ein Küken sieht, der erkennt erst einmal als Laie nicht männlich oder weiblich. Ja, ein Hahn von einem Huhn kann jeder erkennen, aber ein männliches Küken von einem weiblichen Küken kann keiner erkennen. Und da hilft es auch nicht, das Tier mal in die Hand zu nehmen und dorthin zu gucken, wo es eigentlich sozusagen genitale Unterschiede geben müsste. Dumm, die bilden sich erst später raus. Ja, es ist nicht zu machen, bis sie es gelernt haben. Und wie lernen sie es? Indem sie sich neben einen Kükensortierer stellen und ihm zuschauen, wie der sortiert, 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 und am Ende klappt das. So, dann, also erstmal schauen sie ihm zu. Und dann drehen, nachdem sie ihm 1-2 Tage zugeschaut haben, vertauschen sie die Rollen. Jetzt sollen sie sortieren, obwohl sie immer noch nicht irgendwie ein Kriterium gelernt haben. Sie wissen nicht, wonach sie es machen, aber sie haben ihm ja zugeschaut, der es bis jetzt gemacht hat. Jetzt machen sie es. Und er wird sie gelegentlich korrigieren, wird sagen, nee, falsch, so. Und dann sortieren sie immer besser, und nach 2 weiteren Tagen können sie Küken sortieren. Ja? Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass sie irgendwelche Unterschiede, die sich dem Laien nicht erschließen, dadurch erfassen können, dass sie viel davon gesehen haben. Deshalb sagt man Wahrnehmungslernen. Sie müssen nur wahrnehmen, 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 dann lernen sie schon. So ist das wohl auch zu interpretieren, dass sie in der eigenen Ethnizität sehr viel besser in der Gesichtserkennung sind als in einer fremden. Es sei denn, sie sind in einer fremden aufgewachsen. Also ich hätte hier nicht für die jeweils eigene, sondern für die Aufwachsethnizität sagen sollen. Wenn sie in Afrika unter Eingeborenen, die dort, also weiß ich, schwarze Hautfarbe sind, aufgewachsen sind als weißer Person, haben sie vielleicht sogar die umgekehrte Schwierigkeit, dass sie diese Gesichter besser unterscheiden können als die von Europäern, wenn sie dann erst sehr spät nach Europa kommen. Aber das würde sich dann auch wieder sehr bald anpassen. Sie sind auch noch in hohem Alter zu Wahrnehmungslernen in der Lage. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel nach Afrika ziehen würden, würden wir am Anfang uns schwer tun, und nach einiger Zeit könnten wir die Gesichter unterscheiden. Alle X sehen doch gleich aus, und X ist dann irgendwie eine Bezeichnung für eine Person einer anderen Ethnizität. Das funktioniert nicht mehr, wenn sie lange genug da waren. Auch das ist Wahrnehmungslernen. Unterschiede in Gesichtern werden umso besser erkannt, je mehr Gesichter sie von dieser Gruppe von Gesichtern gesehen haben. Ein absolut klassisches Beispiel sind natürlich auch eineiige Zwillinge. Die können ja nun wirklich sehr, sehr ähnlich sein. Und wenn die sich, was sie sich öfters machen, den Spaß erlauben, sich dann auch noch gleich zu frisieren und gleiche Kleider anzuziehen, Kleidung, dann werden die meisten Außenstehenden nicht mehr in der Lage sein, die beiden zu unterscheiden.
Aber Eltern können das ganz ohne Problem und sagen sofort, Claudia, komm her. Und Claudia weiß, dass die Eltern sie erkannt haben und nicht die Monika meinen. Ja? Wie machen die das? Die kleinen Unterschiede, die es zu geben scheint oder die es wohl geben muss, sonst wäre die Unterscheidung ja nicht möglich, werden dadurch sichtbar, dass man sie sieht und sieht und wieder sieht. Ja? Oft gesehen heißt besser unterscheidbar. Das gibt es auch im Labor. Alles das hier sind ja sozusagen Alltagsbeobachtungen. Jetzt gehen wir mal ins Labor. Einen kleinen Augenblick, ich muss mal gerade... Entschuldigung. Hier gibt es, ich muss mal gerade eben gucken, wenn ich so lange wieder geredet habe, ob im Chat wieder was ist. Das Kükensortieren könnte man lernen am Modell nennen, aber eigentlich geht es ja gar nicht um, was macht das Modell, das tut Küken nach links oder rechts. Nein, es geht eigentlich mehr um das, dass sie Kategorien. Es geht gar nicht so sehr um die Personen. Die Küken könnten auch sozusagen vorsortiert abwechselnd, kommt ein männliches, ein weibliches und sie sehen den Sortierer gar nicht mehr. Und sie müssen nur realisieren, aha, männlich, weiblich, männlich, weiblich. So. Und es geht tatsächlich um dieses Wahrnehmungslernen, um die letzte Zeile, oft gesehen, besser unterscheidbar. Also oft gesehen zunächst sozusagen auch mit Label. Und natürlich machen das Eltern mit eineiigen Zwillingen. Solange wie die klein sind, werden die in aller Regel nicht gleich gekleidet, so dass sie am Anfang schon so einen Marker haben, der ihnen das erleichtert, so wie der Kükensortierer den braucht, der sagt männlich, weiblich. Ja. So, jetzt wollen wir das mal ins Labor übertragen, und zwar im Auditiven und im Visuellen. Und da geht es um einfache Unterscheidungsaufgaben. Zum Beispiel Tonhöhe. Es könnte aber auch Lautstärke sein. Aber wir nehmen jetzt mal die Tonhöhe. Und zwar trainiert man Versuchspersonen oder auch Versuchstiere darauf, Töne zu unterscheiden. So, welcher Ton war höher? Sie machen diese Aufgabe oft. Und also immer macht man die Aufgabe auch etwas schwieriger, wenn sie besser werden. Das kann man sehr leicht machen. Adaptive Verfahren haben wir ja gerade kennengelernt. Also wenn Sie das richtig machen, wird der Unterschied kleiner gemacht. Wenn Sie es falsch machen, wird er wieder größer gemacht. Und so messe ich Ihre Unterschiedsschwelle bei 1000 Hertz, 1 Kilohertz. Ja. Und das mache ich dann nicht mal 10 Minuten, sondern das mache ich mit Ihnen 2 Stunden am Tag und das 2 Wochen nacheinander. Und da werden sie besser. Also, das beobachtet jeder, der solche Experimente macht. Sie werden sowieso in den ersten 5 Minuten radikal besser. Die ersten 5 Minuten, das ist sozusagen, da lernen sie allen Ballast fortwerfen, der nicht mit der Aufgabe zu tun hat. Sie lernen, wie konzentriere ich mich auf das, was ich höre? Wie schmeiße ich weg das, was jetzt mit dem Hören nichts zu tun hat? Einflüsse von, habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit schon die linke Taste gedrückt? Ich müsste doch mal die rechte Taste drücken. Dass alles so etwas, was die Aufgabe verfälschen könnte, nicht mehr bei Ihnen ist. Sie sind nur noch Ohr und reagieren auf das, was Sie hören. Dafür brauchen Sie 5 Minuten. Danach hat man das Gefühl, gibt es ein Plateau. Aber nur, wenn Sie nach 10 Minuten aufhören. Wenn Sie nicht nach 10 Minuten aufhören, sondern wenn Sie nach 5 Stunden aufhören, wird man merken, ah, aber was nach 5 Minuten war, hat mit dem, was nach 5 Stunden war, da ist doch nochmal eine Verbesserung eingetreten. Nicht mehr so rapide wie in den ersten 5 Minuten. Und diese weitere Verbesserung geht dann noch immer ein bisschen besser und immer noch ein bisschen besser. Und Sie werden über 2 Wochen sehr viel besser. So. Und wir haben das jetzt aber gemeinerweise nur mit 1 Kilohertz gemacht. Wir haben also nur um 1 Kilohertz herum die Tonhöhe variiert. Und jetzt kommt die Aufgabe,
ich messe, das habe ich am Anfang mal eine Messung gemacht, 4 Kilohertz, und das mache ich jetzt auch nochmal. Und da sind sie auch ein bisschen besser geworden, aber nicht viel. Ja, sie sind nur ein wenig besser geworden. Und das ist ein absolutes Charakteristikum für Wahrnehmungslernen. Diese Nicht-Generalisierbarkeit steht hier nicht als Wort drauf. Ich schreibe es mal in den Chat. Geht es nur mit visueller. Wir sind ja jetzt beim Hören. Also es geht natürlich auch mit auditiv. Wahrnehmungslernen generalisiert nicht. Da ist ein Leerzeichen zu viel. Ja, das ist ein Satz, den müssen Sie sozusagen mitnehmen. Und das steckt hier in der Aussage. Bei 1 Kilohertz trainiert, bei 4 Kilohertz wird es nur etwas besser, nicht viel. So, jetzt habe ich die Aufgabe so gemacht, dass sie tatsächlich lösbar war. Es gab ein richtig, es gab ein falsch. Das führt zu besserem Lernen. Aber selbst ohne Aufgabe gäbe es eine Verbesserung. Ich bräuchte Ihnen nur immer diese kleinen Intervalle vorzuspielen im Bereich Ihrer Hörschwelle. Die habe ich ja vielleicht sehr bald herausgefunden. Weiß ich ja, wo sie ungefähr liegt. Und dann spiele ich Ihnen immer kleine Intervalle vor. Und Sie müssen gar nichts dazu tun. Und Sie können dabei Bilder zeichnen, keine Ahnung, Bücher lesen und Sie hören, weiß ich, vielleicht so über Kopfhörer. Auch dann findet eine Verbesserung statt. Ja, das geht also in diese Richtung. Es braucht keine Aufmerksamkeitszuwendung. Mit Aufmerksamkeitszuwendung geht es etwas besser, aber es braucht sie nicht. Sie können sich ganz auf was anderes konzentrieren und hören die ganze Zeit im Hintergrund. So. Und das hören Sie und Sie werden besser. Sie werden sogar etwas besser, wenn Sie nur einfach immer nur den Ton hören. Und keinen zweiten. Wieder etwas weniger gut, als wenn es einen kleinen Unterschied gibt. Aber dieses reine Hören des Tons verbessert das Unterscheidungsvermögen bei 1 kHz, nicht bei 4 kHz. Man kann dann zeigen, sowohl beim Menschen über so Magnetresonanztomographieaufnahmen, ja, als auch natürlich beim Tier, wo man das nochmal mit Nadeln dann ausmessen kann, dass diese Frequenz tatsächlich ein bisschen mehr Platz im Cortex in Anspruch nimmt. Es gibt im Cortex irgendwo eine tonotope Karte, tonotop, also die Töne werden da in eine Topie, in eine Karte gebracht. Man sieht dann, aha, das ist C, etc. Und die Frequenz, die Sie da die ganze Zeit geübt haben, bekommt mehr Cortex und sie bekommt spezifischere rezeptive Felder, die also ganz genau unterscheiden. Also ich reagiere jetzt nicht mehr auf 1000 bis 1040, nur noch auf 1000 bis 1020. Ja? Also eingeengtere rezeptive Felder. Das wäre jetzt mal ein Beispiel aus der auditiven Psychophysik. Und darunter ein zweites Beispiel aus dem Sehen. Da spricht man von der Vernier-Genauigkeit und die übt jeder geübte Handwerker, wenn er eine Schiebelehre bedient, die einen Nonius hat. Deshalb habe ich hier nochmal so eine Schiebelehre hingebracht und das Prinzip vom Nonius erklärt. Man könnte sagen, das ist auch Allgemeinwissen, spätestens wenn wir sozusagen mal fordern, dass wir alle irgendwie auch ein gewisses handwerkliches Geschick entwickeln sollten, dann sollten Sie auch in der Lage sein, eine Schiebelehre zu bedienen. Ich frage jetzt aber mal in die Umfrage, wer kann etwas damit anfangen? Wer wäre in der Lage, mit dieser Schiebelehre einen Durchmesser eines Stabs oder so auf den Zehntel Millimeter genau abzulesen? Eine Schiebelehre erlaubt das, ja. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wer könnte das? Einen Stabdurchmesser auf einen Zehntel Millimeter erklärt, gemessen. Okay. Die wenigsten von 70 nur 15 so ungefähr. Ja, dann hätte ich ja fast für Sie eine Hausaufgabe. Ich muss mal gerade im Chat war noch was. Ja, ich habe den Versuch, aber das ist ja jetzt schon etwas her, das war dieses zum Grammatiklernen. Wir sind jetzt beim Wahrnehmungslernen, ist eigentlich schon das nächste Thema.
Sie haben eine kleine Hausaufgabe. Ja? Ich will dieselbe Umfrage bis Donnerstag stellen und da stelle ich dann vielleicht zumindest mal die Umfrage, wer von Ihnen hatte schon früher eine Schiebelehre in der Hand und konnte das oder hat zumindest jetzt mal eine in die Hand genommen und das versucht. Versuchen Sie es auch nach dem, was ich Ihnen dazu erzähle. Hier sehen Sie drei Bilder, die das erklären sollen. Sie haben eine Schiebelehre. Da können Sie das untere Teil gegen das obere schieben, bis nur noch der Stab, den Sie ausmessen wollen, dazwischen passt. Ich habe natürlich so ein Teil hier in der Schublade liegen. Ich kann es Ihnen also auch vorführen. Ja? Also Ihr Stab, wahrscheinlich am besten etwas Festeres als mein Finger. So, jetzt haben Sie ihn sozusagen ausgemessen. Was Sie dann sehen, wenn Sie jetzt hier genau drauf schauen, das ist hier etwas vergrößert dargestellt. Da haben Sie eine Skala von 10 Strichen, die sich über 9 mm erstreckt. Hier sehen Sie die 10 Striche, die sich über 9, also da müssen Sie nur die großen nehmen. Das hier wäre sogar für 20. Millimeter, das machen wir jetzt mal nicht. Die großen Striche nehmen, so, dann haben Sie hier 10 Striche, die an unterschiedlichen Stellen, der sagt irgendwas wie 25, der wie 30. Nein, Sie müssen nur auf den ersten gucken. Der linke ist entscheidend. Und der sagt Ihnen, der Stab, den Sie da gerade gemessen haben, hat einen Durchmesser irgendwo zwischen 25 und 26 Millimeter. Aber 25 oder 25,1 oder 0,2, 0,3. Jetzt gucken Sie, dieser Stab hat keine, diese Strich hat keine Verlängerung nach oben. Okay. Der auch nicht. Die zwei auch nicht. Die drei, na, das wird knapp. Fast könnte man sagen, hier, das passt schon. Aber der vier passt es am besten. Dann ist dieser Durchmesser 25,4. So liest man eine Schiebelehre ab. Warum? Weil tatsächlich, hier habe ich jetzt mal sozusagen 10 mm über 10 mm, 10 Striche oder 11, wenn ich den ersten und letzten zähle, 11 Striche über 10 mm verteilt. Hier habe ich genauso 11 Striche über 9 mm verteilt. Sie sehen, dass der letzte Strich auch hier bei Millimeter 9 genau in Deckung kommt. Wenn ich das jetzt hier um 0,1 mm nach rechts verschiebe, dann passt dieser Strich nicht mehr zu diesem. Aber auf einmal passt der hier zu dem. Weil der ist ja nur 0,9, jetzt habe ich 0,1 dazu addiert. Auf einmal ist der passend zu dem geworden. Wenn ich das untere um 0,2 nach rechts verschiebe, passen die ersten beiden nicht, aber der wird auf einmal zu dem passen. So, indem Sie also erkennen, wo bildet sich denn hier auf einmal wieder eine gerade Linie, bei 5 ist es nicht mehr der Fall, aber bei 4 ist es der Fall. Man könnte sogar sprechen darüber, vielleicht ist bei 3,5 besser. Dann würden Sie sogar hier sagen, das sind 25,35 eher als 4 mm. Dann hätten Sie es sogar auf einen 20. Millimeter abgelesen. So, deine Hausaufgabe. Ich möchte, dass die von Ihnen so ein Teil noch nie in der Hand hatten, zusehen. Sie können jetzt leider nicht in den Baumarkt gehen. Ja, doch, Sie könnten bei Bauhaus online bestellen oder jedem anderen wahrscheinlich auch. Und bis hin zu, Sie bestellen es und holen es ab. Also wenn Sie noch keine Schiebelehre im Haus haben, ist bestimmt eine sinnvolle Anschaffung, aber Sie finden vielleicht eine. Vielleicht gucken Sie mal in einem Werkzeugkasten eines Bekannten, Ihrer Eltern oder so nach und finden eine Schiebelehre. Und wenn Sie eine Schiebelehre finden, dann messen Sie mal 10 Sachen aus, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie geht das? So, dann haben wir ein bisschen Allgemeinbildung nachgeholt. Und dann wüssten Sie, wie eine Schiebelehre funktioniert. Aber warum funktioniert die? Das ist doch die Frage. Warum macht man diese komische Geschichte hier mit diesen Strichen? Das macht man deshalb, weil wir Menschen sehr, sehr gut daran sind, zu erkennen, ob zwei Striche wirklich aufeinander zeigen oder nur ein bisschen aufeinander zeigen und nicht ganz. Man ist doch besser als ein rezeptives Feld auf der Retina. Also wenn man jetzt sozusagen überlegt, was sehen Sie von meinen Händen, dann sind da ja sozusagen, irgendwie ist das so eine verpixelte Struktur auf der Retina und Sie überlegen sich, wie genau könnten Sie jetzt einen Unterschied von zwei, jetzt nehme ich aber mal präziser definierte Objekte. So. So, wie präzise können Sie erkennen, ob die aufeinander zeigen oder doch nicht ganz aufeinander? Jetzt wackele ich natürlich noch, aber Sie wissen, was ich meine. Und wenn ich dann überlege, wie genau sollten Sie eigentlich sein, gegeben die Größe der rezeptiven Felder auf Ihrer Retina, dann kommt heraus, aber Sie sind besser.
So, wie kommt das zustande? Wie kommt es zustande, dass sie besser sind als ein rezeptives Feld auf der Retina? Nun, das funktioniert so, dass eben viele rezeptive Felder auf der Retina sich zusammenschalten und das eine berührt gerade knapp und das andere schon ein bisschen mehr und so weiter. Und insgesamt sind sie einfach sehr gut darin, Kanten zu entdecken. Und das ist eine Kante mit der kleinen Unterbrechung und das ist keine Kante. Und sie sind gut darin, Kanten zu entdecken. Sie haben sozusagen in ihrem Okzipitalkortex nochmal spezielle rezeptive Felder für Kanten, wenn sie auf der Retina rezeptive Felder für Stellen auf der Retina im Gesichtsfeld sozusagen Pixel könnte man sagen haben. Im Okzipitalkortex werden schon Linien detektiert und diese Liniendetektion ist so gut, weil sie über verschiedene rezeptive Felder der Retina integriert und dann sagen kann, ja, die Linie, das ist aber nicht die gemeinsame Linie, das ist anders. So, jetzt ist es gleich. Deshalb funktioniert die Schiebelehre so gut, weil wir so gut sind bei der sogenannten Vernier-Genauigkeit. Gut, aber man kann ja immer noch besser werden. Und das kann man im Labor trainieren. Selbstverständlich können Sie schon ganz gut so etwas erkennen, aber Sie können das lernen. Indem ich Ihnen immer mehr Bilder zeige, passt es nicht, wieder dieselbe Sache mit Aufgabe. Es ist am besten, also machen wir es mit einer Aufgabe. Ja, zeigen wir solche Linien. Und nach einiger Zeit sind Sie besser. Und jetzt kommt der Clou. Das generalisiert nicht. Das heißt, wenn ich Sie gelehrt habe, horizontale Linien noch etwas genauer zu unterscheiden, als Sie es schon können, dann sind Sie bei vertikalen Linien nicht besser geworden und bei schrägen auch nicht. Ja? Und ja, anderer Retinaort erwähne ich hier auch noch. Also wenn Sie haben Fixationskreuz und so gucken jetzt also auf eine Stelle hin, aber die Linie zeige ich woanders, dann könnte ich Ihnen dort eine Genauigkeit beibringen und hier würde die Genauigkeit möglicherweise nicht steigen. So, das ist Wahrnehmungslernen und das ist also auch etwas, auf das Sie in dem Sinne gar keinen Einfluss haben. Ja, sicher, mit Aufgabe funktioniert es besser, aber selbst ohne Aufgabe funktioniert es. Wenn ich Ihnen nur zeige oder zu Gehör bringe, vorspiele, werden Sie besser. Sie können sich fast gar nicht dagegen wehren. Es ist eben ein implizites Lernen. Sowieso explizieren können Sie da auch nichts in dem Fall, weil tatsächlich richtig nur einfach Hirnareal zusätzlich reserviert wird. Und dann kommen wir zum letzten Effekt und hier bin ich nun wirklich traurig, dass wir kein Präsenzlernen haben. Denn was jetzt käme, wäre, dass ich den Hörsaal abdunkeln würde. Ja. Und dann könnte ich Sie einer Zeit einer bestimmten Stimulation aussetzen. Zunächst einmal sehen Sie dabei dieses Feld und Sie sehen horizontale Balken oben links und unten rechts und vertikale Balken in den anderen Quadranten. Und das ist offensichtlich schwarz-weiß. Und Sie sehen hier nicht irgendwie, dass eine Farbverschiebung einträte. Wenn Sie das doch jetzt schon sehen, dann müssten Sie vielleicht doch mal zum Augenarzt. Aber wenn Sie, so wie ich, der Meinung sind, das ist alles schwarz-weiß, egal ob ich links unten, rechts unten, links oben, rechts oben hinschaue, das ist schwarz und weiß, dann haben Sie eine neutrale Farbsicht. Und jetzt wollen wir das verändern. Würden wir das verändern im Hörsaal, würde ich jetzt voraussetzen, dann würde ich Sie bitten, sich dieses Muster anzuschauen. Wir versuchen das mal in Ihrer Bedingung, wo Sie gerade sind. Ja, dieses Muster schauen Sie sich an. Und nach einiger Zeit schalte ich es um auf jenes Muster. Das ist ziemlich drastisch. Tun Sie sich's trotzdem an. Schauen Sie mit Ihren Augen auf dieses grausame Muster. Ja. Immerhin kann ich Ihnen etwas Abwechslung bieten. Nachdem Sie eine Zeit lang die grünen Balken gesehen haben, zeige ich Ihnen wieder die violetten Balken. Und das mache ich so eine Zeit lang hin und her. Wir tun uns das jetzt mal wirklich eine Minute lang an, ja. Und nach dieser Minute werde ich Ihnen dann nochmal die schwarz-weißen Gitter zeigen. Und Ihre Aufgabe wird sein, dann, wenn ich Ihnen die zeige, zu überlegen, ob für Sie immer noch die horizontalen weiß-schwarzen Balken eine gleiche Färbung haben wie die vertikalen oder ob sich da etwas geändert hat. Aber einen Augenblick lang müssen wir uns das noch antun, damit es überhaupt wirken kann. So. Wir gehen wieder zurück auf das lila Muster. Und immer nach ein paar Sekunden würde ich dann wieder auf das andere Muster schalten. Und ein letztes Mal ein paar Sekunden lila.
und ein paar Sekunden grün. Und wenn die jetzt vorbei sind, dann kommt nochmal schwarz-weiß und seien Sie zügig, weil vielleicht ist der Effekt nicht lange. Achten Sie darauf, ob schwarz-weiß horizontal dieselbe Farbe hat wie schwarz-weiß vertikal. Und wenn nicht, notieren Sie es sofort. Was war rötlicher, was war grünlicher? So. Und das frage ich Sie jetzt mit einer Umfrage. Dann nehmen wir eine benutzerdefinierte und da sage ich nichts. Herr Kernbach, kann es sein, dass Ihr Mikro aus ist, weil ich Sie nicht mehr höre? Ich höre jemand anderes. Oh, Entschuldigung, ja, das kann sein. Ja, ja. Das hat einen sehr empfindlichen Touch-Schalter, aber Sie haben die Fragen ja gelesen. Also die Frage wäre, ob sich bei Ihnen doch etwas geändert hat. Ja, das kann sein. Mein Mikro hat einen sehr empfindlichen Tastschalter. Wenn ich da nur drüber streife, dann geht es leider aus. Ja, also es hat sich beim größeren Teil von Ihnen nichts geändert. Wenn Sie wollen, machen Sie doch mal das Experiment dann eines schönen Abends, also heute Abend, wenn es wirklich dunkel ist im Zimmer und Sie nichts anderes sehen, und probieren Sie es nochmal aus, ob Sie es dann einen Effekt hinbekommen. Ja? Der größere Teil hat jetzt horizontal rötlich gesehen und vertikal grünlich. Und das ist ein bisschen genau entgegen dem, was wir sozusagen gezeigt haben. Horizontal rötlich, aber wir hatten ja vertikal rötlich gezeigt. Vertikal grünlich, aber wir hatten ja so. Und das passt. Das ist sozusagen eine Art Kontrast, den man dann da wahrnimmt. Man ist sozusagen eigentlich gewohnt, dass eine bestimmte Orientierung eine bestimmte Färbung hat. Ja. Und wenn das dann etwas anders vorliegt, dann führt das zu einem Kontrast. So, jetzt nehme ich das Mikrofon weg, damit ich ja nicht mit den Fingern dran komme. Und dann kommen wir schon zur letzten Folie, die ich dazu halten möchte, der McCullough-Effekt. Den hatte ich ja hier nur kurz den Namen genannt. Ja, adaptieren zu bestimmten Farborientierungskombinationen und jetzt die Diskussion dazu. Adaptierung von Zellen im visuellen Kortex, die sowohl auf Farbe als auch auf Orientierung reagieren. Gibt es also, so wie ich hatte Ihnen gesagt, im Okzipitalkortex werden Kanten detektiert, aber etwas später in einem Areal wird das nochmal mit Farbe kombiniert. Sie kennen klassische Nachbilder. Ich zeige Ihnen ein rotes Feld auf weißem Hintergrund. Auf einmal schalte ich es weg und dann sehen Sie so ein grünes Nachbild. Damit hat das nichts zu tun. Unter anderem, wenn man es sauber macht, findet man eine lange Persistenz. Das kann eventuell nach einer Woche noch sichtbar sein, ja. Wenn wir das in der Vorlesung gut gemacht haben, dann habe ich in der Folgewoche dasselbe nochmal gezeigt und dann war noch ein Effekt. Es ist auch kein Adaptieren im Sinne von Ermüden oder Habituieren. Auch das wären alles viel kürzere Effekte. Es ist nicht ganz geklärt, ob man diesen McCullough-Effekt unter Wahrnehmungslernen einsortieren soll. Weil bei Nachbildern würde man es ja nun gewiss nicht tun. Bei Nachbildern, da würde man einfach davon sprechen, da sind Zellen, die haben sich verausgabt. Ja, die Rotzellen, die haben jetzt so lange gefeuert, wenn jetzt Weiß kommt, dann tun die nichts mehr und dann kommen die Grünzellen und sind ausgeruhter. Ja, so. Also das wäre kein Lernen. Aber hier hat man eben den Effekt, dass es lange andauert und dass es also all diese anderen, sagen wir mal, physiologischen Erschöpfungsmodule nicht sein können. Und so gibt es doch viele, die dafür sprechen, dass hier tatsächlich eine Art Lernen stattfindet. Aha, horizontal heißt grün, vertikal heißt rot. Ja. Und dann müsste man natürlich noch darüber sprechen, dass ich Sie ja jetzt vielleicht, zumindest einen Teil von Ihnen, wie war die Umfrage, 30 Leute, mit einem umprogrammierten Cortex hinterlassen habe.
oder wenn Sie gar noch die Hausaufgaben machen, umso schlimmer, ja, und sich nochmal davor setzen und das selber anschauen, dann haben Sie es umso deutlicher nochmal gelernt. Aber ich glaube, Sie sehen genügend andere Kanten in anderen Farben, sodass Sie auf Dauer schon keine Verzerrung Ihrer Umwelt wahrnehmen. Und auch der nächste Effekt wäre, im Hörsaal viel besser zu demonstrieren. Da fürchte ich, finde ich aber auch gar keinen Ersatz. Da kann ich nur erzählen, was wir sonst so im Hörsaal vorführen. Und ich bin dann heute mit 1,5 Stunden durch. Und wir sehen uns am Donnerstag, dann hoffentlich mit... hier hat jemand das auch nochmal als URL, Wikipedia, sehr schön. Aber soll nicht sozusagen die Hausaufgabe mindern, die da lautet, einen Nonius finden. Jetzt lassen Sie uns ohne welches Wissen, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht verstanden, welches Wissen. Ja, das nächste Beispiel mit dem Prismenlernen werde ich natürlich besprechen. Jetzt sind erstmal die 1,5 Stunden für heute vorbei. Am Donnerstag, 8.30 Uhr, geht es weiter mit Prismenadaptation, aber leider ohne Hörsaaldemo. Ich kann dann mal zur Belustigung hier für Sie eine Prismenbrille aufsetzen, damit Sie sehen, wie es aussieht. Aber der Effekt im Hörsaal, wenn einer von Ihnen das vormachen würde, wäre natürlich noch viel größer und viel schöner. Kriegen wir nicht hin. Gut. Dann würde ich jetzt auch nochmal das Fragepanel eröffnen, wenn noch Fragen wären zur vorhergegangenen Vorlesung. Ich glaube, eine mindestens sollte es geben. Und wenn man, also wer dann mag, kann sich auch schon ausklinken. Ich lasse aber die Aufzeichnung nochmal an für die, die auch auf diese Fragen das mit aufgezeichnet haben wollen. Ja, ich hatte noch eine Frage und zwar zu den adaptiven Verfahren. Ja. Genauer zu den ersten adaptiven Verfahren von Bekeschi. Und zwar, weil das da das erste Mal aufkam. Und zwar hatten Sie ja erklärt, was da gemacht wurde bei diesem Simple Up-Down. Und dann gesagt, dass man mittelt und dann eben diese Wahrscheinlichkeit von 50% bekommt. Fürs richtig liegen. Und ich hatte mich beim Nacharbeiten gefragt, was es genau für eine Wahrscheinlichkeit ist. Also ist es die Wahrscheinlichkeit einer einzelnen Versuchsperson oder ist es eine mittlere Wahrscheinlichkeit, die bei diesem Verfahren rauskommt? Also verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Okay. Kann ich jetzt darauf antworten? Also Sie für eine einzelne Versuchsperson in der Tat. Also Sie haben eine Versuchsperson, vielleicht hat eine andere ja ein ganz anderes Hörvermögen. Sie wollen ja zum Beispiel ein Audiogramm messen und feststellen, hört die Person gut oder hat sie einen Hörschaden? Oder aber Sie haben tatsächlich einen Verdacht, dass unter bestimmten Bedingungen nach einer bestimmten Vorbehandlung die Schwelle sich verändert. Es gelte ja für alle möglichen Arten von Schwelle. Und die Versuchsperson kann am Anfang das hören, sagt ja, irgendwann sagt sie nein, ich höre es nicht mehr, es geht wieder rauf. So, und nach einiger Zeit mitteln sie die Umkehrpunkte, das hatte ich so erläutert, waren jetzt hier 8 Stück und kommen hier auf einen Wert. Und das ist ja ein Wert auf dieser Achse, das ist die Achse Signalstärke. Sie haben dann die Signalstärke bestimmt, bei der die Versuchsperson eine 50% Wahrscheinlichkeit hat, die Frage, war da ein Signal ja oder nein, mit ja zu beantworten. Und das ist für diese Versuchsperson. Und eine, die vielleicht besser hört oder ein anderes Kriterium hat, wir wissen ja, das ist kriterienanfällig, würde vielleicht bei einer geringeren Signalstärke immer noch 50% Ja und hier vielleicht sogar 70% Ja haben und bei einer niedrigen dann eher 50%. Hat Ihnen das etwas geholfen? Ja, dann habe ich das auch richtig verstanden, dass es tatsächlich jetzt nur auf einen Versuch bezogen ist und nicht irgendwie auf das Verfahren, dass es dann immer so rauskommt. Das war nämlich mein erster Gedanke. Also es kommt nicht immer an bei derselben Stelle raus, natürlich. Sozusagen die Stelle, bei der es rauskommt, das Verfahren, die ist für diese Person dann eine Antwort. Also ich möchte für die Person wissen, was ist ihre 50%-Schwelle von Ja-Nein-Antworten für diese bestimmte Signalart beispielsweise. Ja? Und da komme ich dann mit irgendeinem Signalstärke-Level raus und dann weiß ich, die Versuchsperson sagt bei 70 dB, das wäre ein bisschen viel, da wäre ja schon schwer taub, bei 30 dB sagt die 50% Ja. Das ist auch schon leicht schwerhörig, ja. Aber egal, wäre ja vielleicht mal so. Also ich messe meinen Opa, habe ich leider nicht mehr. Also Sie verstehen, was ich meine. Eine alte Person und die sagt bei 30 dB, 50% höre ich nicht. Und dann messen Sie Ihre jüngere Schwester und die hat perfektes Hören und die sagt bei 0 dB, ja, 50% höre ich nicht. Und so weiter.
Okay, das heißt dann, das kann man auch übertragen auf die anderen Verfahren, zum Beispiel dann bei Levit, dass da mit den, ich glaube, es war 75, ne? Genau. Und die 75 sind bei Weighted Up Down, bei Levit haben sie entweder 71 oder 79, genau, hier haben wir diese beiden Verfahren eingeblendet. Wann kommt das denn? Ich bin schon zu weit, Sekunde. Da, genau. Also bei Levit hätten Sie 71% Ja-Sage. Nein, jetzt ist es ja Lösbarkeit. Also jetzt ist es zum Beispiel Two Alternatives Forced Choice. Da wissen Sie, da geht es nicht mehr um Kriterien. Die Versuchsperson kann es nicht lösen, wenn es zu leise ist. Kann nicht mehr sagen, was im ersten oder zweiten Intervall ist bei 50%. Und dann bestimmen Sie, und das wäre eben ein viel präziseres Maß, die Lautstärke, bei der die Versuchsperson das mit 71% richtig macht. Oder die Lautstärke, bei der die Versuchsperson das mit 79% richtig macht. Und das ist jetzt wieder ein Messwert für diese Versuchsperson und eine andere wird einen anderen Messwert haben. Alles klar, gut, dann habe ich das verstanden. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank für die Frage. Dann schaue ich mal noch in den Chat, ob es da noch eine weitere Frage gibt. Erstmal nicht. Und kommt jetzt auch keine über Mikrofon gestellt. Dann belassen wir es dabei. Ich wünsche einen schönen Montagnachmittag. Bis dann. Tschüss.